Einen wunderschönen, Freunde. Wir sind jetzt gerade, also ich bin jetzt gerade aus der Bismarckstraße ausgestiegen, aus der U-Bahn. Und was soll ich sagen? Heute gehen wir zu Attila Hildmann. Ist übrigens nicht so weit von hier, gleich um die Ecke. Spaß. Danke, danke. Kommst du gerade von da? Ja, immer. Echt, ja? Ja, geil. Ja. Der Fahrradfahrer, Lieferando. Freunde, LSD hinter mir. Ja. Viel Spaß hat der Typ rausgehauen aus dem Fahrrad. Sorry, Verzeihung. Gehst du auch zu Attila Hildmann jetzt? Nee. Nicht? Der Laden ist hier um die Ecke. Ja, ich weiß, ich gehe da mal beim Einkauf vorbei. Echt, ja? Aber du gehst nicht mehr rein? Nee, ich war noch nie da. Achso, echt? Nee. Würdest du sagen, du willst da nicht mehr essen gehen wegen der ganzen Sache? Oder sagst du, lässt dich nicht beeinflussen? Schon, also ich... Also du lässt dich beeinflussen? Nee, also ich würde da nicht mehr essen gehen. Nicht mehr essen gehen? Nee. Alles klar, also jeder hat seine Meinung, cool. Ja. Obwohl, du wohnst wahrscheinlich in der Nähe, ne? Ja, ich wohne. Ist ja auch jetzt keine Werbung oder so, dass er pleite ist oder so. Sondern, heute wollte ich mal, keine Ahnung, die Leute wollten mal, dass ich mal zu Attila Hildmann gehe. Ja. Zumindest da vorbeigehe. Jetzt nicht wirklich, ich weiß nicht, ob ich drin filmen darf, so, weißt du, aber ich gehe einfach mal vorbei, weißt du? Ja, also... Was denkst du? Ist er da? Wird er da sein? Also, ich glaube eigentlich nicht, aber ich weiß es halt nicht. Ich mache auch so Sachen wie eine Challenge, zum Beispiel verrate ich euch auch zum ersten Mal gerade. Dazu kommt nochmal ein einzelnes Video. Ist gerade live oder? Nicht live, aber ich mache ein Video. Ah ja, okay. Zum Beispiel eine Challenge. Ja. Weil es gibt ja sehr viele Celebrities auch in Berlin. Ne? Ja. So Prominente auf Deutsch sagt man das. Ja. So, dann macht man einfach nur so eine Challenge, wo man sagt, ich suche Capital Bra. Mhm. So, dann geht man in Richtung Steglitz und Zehlendorf und sucht dann die ganze Zeit. Egal wie lange das dauert. Okay. Tag 1 bis, keine Ahnung, 30 zum Beispiel. Du willst, was hältst du davon? Treffen? Genau, man sagt einfach, weil viele sagen, geh mal dahin, mach mal das, triff mal den, mach mal dies. Ja, also. Und nebenbei auch nochmal den Hype vielleicht wegstauben. Ja, warum nicht? Ja, relativ. Meinst du, sowas wäre möglich? Also, weil, weiß ich nicht, bei Attila Hildmann, ich weiß nicht, ob er noch da ist. Ich glaube, der ist nicht mehr so häufig da. Okay. Aber hat man da immer noch sein Auto gesehen, aber. Echt, ja? Also, kannst du mir sein Auto zeigen? Ja, wir können vorbeigehen. Aber, ja, cool, geiler Team. Weil wir haben ja noch genug Zeit, dahin zu gehen, so weißt du? Ja, weil wenn ich dann nur hingehe und vorbeilaufe, dann wartest du es ja auch. Ich muss eh dahin. Also okay, cool. Ey, danke dir, geiler Typ. Cool, also du warst da noch nie? Nee. Okay, du würdest da nicht hingehen, okay, cool. Was aber heißt cool? Jedem seins, ne? Ja. Ich bin halt neutral, ich kann nicht sagen, für wen ich bin. Ja, ich bin da nicht neutral. Also irgendwie habe ich auch immer hier die Autokolonne von ihm da langfahren sehen. So, das, ja. Ist er öfters hier in der Gegend, oder was? Ja, ich weiß, die sind ja hier immer vom Stadion hier zum Brandenburger Tor da gefahren. Ja. Mit ihrer Deutschland-Fahren-Kolonne. Ja, achso, okay. Das fand ich, ja. Das zu viel. War nicht gut. Ja, naja. Aber freie Meinung ist doch auch sehr wichtig, oder? Meiner Meinung nach jetzt. Ja, ich denke, man könnte eigentlich alles sagen. Man könnte auch sagen, ich liebe es mit 30 Männern auf einmal. Dann ist doch dein Ding, weißt du? Ja, aber ich finde das noch was anderes. Also, ja, okay. Ja. Also ich meine, wenn man sich einfach die ganze Zeit nur Verschwörungstheorien da verbreitet. Ja. Das. Also meinst du nicht, dass da was dran wäre, sondern es ist einfach vollkommen nee. Also ich finde, Leute sollen einfach ihre Masken tragen und dann passt das. Echt, ja? Relativ. Ja. Okay. Und was ist, wenn die dann übertreiben und nächstes Jahr nochmal das Ganze durchziehen? Was, wenn wir noch ein Jahr machen müssen? Was ist denn das dann? Findest du das nicht so ein bisschen, muss ich sagen? Ich weiß nicht. Also, ich komme so mit der Situation eigentlich ganz gut klar, also so wie es momentan ist. Okay. Also, wenn es jetzt, so ist wie ganz am Anfang, wo wirklich auch Filmstudios und alles. Ja, eben, das wollen ja jetzt im nächsten Jahr auch mal wieder sozusagen ein bisschen einführen, ein bisschen strenger sein. Also wenn es halt wegen der Maßnahmen jetzt nötig ist, wenn jetzt die Zahlen wieder steigen, dann bin ich auch fein damit, wenn dann irgendwie ein, zwei Monate wieder die Fitnessstudios zu haben. Nee, cool, finde ich cool. Ist deine Meinung, geiler Typ. Ja. Ich bin ja neutral, ich mache meinen YouTube-Kanal, muss neutral bleiben. Ja. Also ich bin für keine Partei auf der Welt hier. Ja. Also ich sage, die einen denken so, die anderen so. Ich bin sogar ehrlich, ich sage halt, ich bin Mensch, ich habe keine eigene Meinung. Ja, auch die anderen müssen gehört werden. Ja. Und wie ist das so mit, wie soll ich das sagen, wenn zum Beispiel die Regierungen der ganzen Welt, weil ich will jetzt nicht spezifisch auf Deutschland eingehen, wenn die Regierungen, sag ich mal,
das Ganze ausnutzen würde? Was würdest du dazu sagen? Oder? Also ich habe so viel Vertrauen in die Regierung, dass, meinst du, ja? Ja, dass ich nicht glaube, dass es ausnutzen würde. Verstehe. Meinst du, Merkel ist einer von den Guten? Ja. Eine? Ja. Bin da nicht einer von den Merkel-Hassern. Also, okay, geiler Typ. Ja, hier ist es übrigens. Genau, und hier sind wir auch schon von dem Laden. Achso, okay, ich dachte, du würdest mir den Wagen zeigen. Ja, ich habe ihn nicht gesehen hier. Alles klar. Das ist so ein Porsche. Alles klar. Okay, ich danke dir für die Führung, ne? Da, geiler Typ. Ciao, ciao. So, Freunde, wir sind ja auch schon hier. Wie soll ich sagen? Es ist relativ ruhig hier. Das ist der Laden hinter mir. Ja, ihr seht, da ist ein Kollege drin, macht sein Ding. Und ja, ich habe ja gesagt, ich komme her so. Und war eigentlich ein cooler Dialog mit dem Kollegen. Und was soll ich sagen, Alter? Er selber ist nicht da, aber doch, es scheinen Leute drin zu sein und die essen auch was. Genau. Also ich habe jetzt erwartet, dass der komplett leer ist. Ist es aber nicht. Es ist nicht leer. Es sitzen Leute tatsächlich drin. Und was soll ich sagen, Alter? Vegan Food. Was steht hier noch drauf? Nicht mal am Strand, aber halt so. Sorry, schon mal bei Attila gewesen? Nicht? Habt ihr auch nicht vor, ne, oder was? Nein. Okay. Ihr hört, Freunde, nicht jeder ist Attila-Fan. Ja. Also, verzeiht mir, dass ich so mit der Kamera wackel, aber dennoch muss ich sagen, dass da Leute trotzdem drin sind und dass es nicht komplett leer ist, so wie die Medien das behaupten. Weil es sagen ja sehr viele, dass sein Laden komplett leer ist und dass da keine Sau drin ist. Aber das stimmt nicht. Ich bin ja gerade davor. Ich bin gerade davor und ich sehe, da sind einige. Was heißt einige? Ein paar Tische sind auf jeden Fall belegt. Hallo. Hallo. Sprechen Sie Deutsch? Nee. Nicht? Okay. Achso, gehen Sie zu Attila Hildmann? Ich arbeite hier. Ach, Sie arbeiten hier, ja? Echt, ja? Ja. Ja, geiler Typ. Geiler Typ. Ich mache ein YouTube-Video für mich. Ah, okay. Hallo? Der telefoniert gerade, der Kollege. Okay. Cool, wir haben jetzt jemanden getroffen, der hier arbeitet direkt. Finde ich cool. Bis jetzt waren alle freundlich und keiner ist böse oder sowas. Finde ich cool. Warum sollen die auch böse sein? Hier nochmal. Die Tische draußen. Der Laden selber. So ein Bildschirm draußen, der zeigt halt sein Essen, wie gesund das Ganze ist. Und ja, der Name und sein Handsign. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da rein können. Mit der Kamera direkt so, aber ja, was soll ich sagen? Ihr habt da so einen kleinen Überblick jetzt. Ich war hier, was soll ich dazu sagen? Ist nur ein Laden. Wenn er selber nicht da ist, dann keine Ahnung, was hier abgeht. Vielleicht treffen wir das nächste Mal. Ja, vielleicht fragen wir noch mal ein paar Passanten so. Ansonsten sehe ich ihn gar nicht. Also ich sehe ihn überhaupt nicht. Sorry, meine Frage? Ich glaube, die spricht kein Deutsch. Ja. Genau. Also, wir stehen jetzt gerade vorm Laden. Ja. Und das ist das Zeichen von ihm. Ich wüsste jetzt nicht, was das Zeichen bedeutet. Vielleicht muss ich mal nachlesen, was das genau bedeutet. Ansonsten finde ich das cool. Der Laden ist nicht leer, so wie die Medien das sagen. Der Laden ist auf jeden Fall nicht leer. Ja. Und was soll ich denn sagen? Ja? Sorry, Verzeihung? Ja. Attila Hildmann Fan? Nee, wa? Sagt ihm nicht viel. Der Passant gerade, der hier vorbeigelaufen meinte, sagt ihm nicht viel. Also anscheinend kennt er ihn nicht. Nicht jeder guckt Fernsehen vorne. Hier nochmal sein Sign. Ja. Ich bin bei Attila Hildmann, Freunde. Vegan Food, Berlin. Ja. Ich möchte jetzt nicht weiterhin den Laden hier observieren, aber wir gehen auf jeden Fall nochmal einmal straight vorbei. Ob wir rein können, weiß ich nicht. Würde ich nicht. Hallo. Sind Sie Attila Hildmann Fan? Warum? Achso, Sie kennen ihn nicht? Also ich weiß, dass er hier seinen Laden hat. Genau. Deswegen bin ich ja auch hier. Mehr weiß ich von ihm nicht. In den Medien wird gesagt, dass der Laden komplett leer ist und da überhaupt nichts läuft. Aber jetzt habe ich irgendwie gesehen, dass da Leute drin sind. Also ich komme hier ziemlich oft vorbei und ja. Ich weiß nicht, wie voll es innen drin ist, aber draußen sitzen immer tagsüber Leute und essen. Also leer kann man nicht sagen, nee. Und Sie sind auch mal hier gewesen, oder? Ich war hier noch nie essen. Nee. Oh, ist echt, ja? Nee, noch nie. Hat es was mit dem
politischen Hintergrund oder ist es einfach noch nicht dazu gekommen? Nicht dazu gekommen sieht aber immer, also was ich sehe, verdammt cool, lecker aus. Ja. Also Sie verurteilen nicht? Nee, also ich bin da immer vorsichtig mit einer Meinung. Ne? Das ist cool. Jeder soll ja so wie er eben, selber. Eben, ich meine ja auch, vorhin habe ich auch mit einem Passanten gesprochen. Ich meinte auch zu ihm, wenn ich auf 30 Männer gleichzeitig stehe, ist es ja mein Ding, oder? Ja. Wenn ich das laut sage. Ja, er hat zum seine Beispiel, Meinung, Freunde, no homo alle. Ja? Soll er, oder? Soll er, eben, ja. Soll er das machen, cool. Ja. Ja, ich danke Ihnen für die ehrliche Meinung. Ja, gerne. Ne? Ja? Viel Spaß noch. Danke, ciao. Ciao. Mach's gut, Bruder. Ja, ja Freunde, ihr seht, die Meinungen sind gespalten. Also die Leute sind unterschiedlicher Meinungen. Ja, und jetzt stehe ich hier gerade da, wie so ein Vogel von seinem Laden. Und der Typ meinte, der will arbeiten gehen. Der kommt hier rein und geht wieder raus ins Auto. So arbeitet man heute, oder was? Hier nochmal für euch extra, damit ihr auch seht, kein Fake, kein Bullshit. Ich war hier. Ich filme übrigens komplett direkt da rein. Ich hoffe, die kriegen keine Krise von mir. Ja. Hallo. Na ja, gut, ich war hier, Freunde. Wie gesagt, so krass leer, wie sie behaupten, ist es nicht hier. Also, es sind Leute hier. Ja. Also, ich habe mir vorgestellt, dass ich da vorbeilaufe und da komplett leer ist, da nichts los ist. Aber da sitzen tatsächlich, wie gesagt, Leute drin. Ja. Attila Hildmann, ich würde sagen, ich bleibe neutral. Grüße gehen raus an die Medien und Attila Hildmann. Ich würde sagen, ist alles euer Ding, eure Meinungen. Und ich hau dann auch wieder ab. Das war's auch schon mit dem Video, Freunde. Ja. Ich war hier, ja. Und wenn ihr möchtet, komme ich da nochmal her. Ja, warum nicht? Vielleicht können wir nochmal mit einem Mitarbeiter sprechen. Das wäre mal was richtig Cooles, oder? Ich glaube nicht, dass er rauskommt. Sonst macht der Laden einen ganz völlig normalen Eindruck. Ja, bevor ich das Video beende. Hey, der sieht mich gar nicht. Ja? Naja gut, ich würde sagen, ich hau ab. Nee, ich glaube, dass da auch kein Interesse besteht, wirklich zu 100%. Ich würde sagen, wir gehen auch weiter als vorher. Ja, ich war hier. Hiermit war es das mit dem Video. Mein Abend, ja, bei Attila Hildmann. Vielleicht können wir mal die Nachbarn fragen, was sie davon halten. Mal sehen, was die Nachbarn sagen. Hier sind Blumenladen, Asiaten. Ich glaube nicht, dass sie überhaupt sprechen wollen mit mir. Nichts gegen Asiaten. Vielleicht nochmal ein paar Passanten oder sowas. Nachbarn, muss ich mal gucken. Naja. Eine riesengroße Garage. Sorry, sprechen Sie Deutsch? Bisher. Ja, ein geiler Typ. Schon mal bei Attila Hildmann gewesen, ist einfach nur aus Jux. Frag einfach mal die Leute, die hier drumherum sind. Kennen Sie das, den Laden? Was? Kennen Sie den Laden? Hier? Ja. Attila Hildmann, kennen Sie? Nein. Nicht? Nein. Sie kennen aber ihn kommt nicht? Jetzt nicht im Fernsehen, ne? Nee, Fernsehen nicht, aber hier, für mich ja. Ist das hier. Ja. Ja, cool, also okay, dann sagt Ihnen der Name nichts. Der Name sagt mir ach, schon mal. Echt, ja? Ja, ja. Ja, der hat einen Laden hier, waren Sie schon mal da gewesen? Nein. Nicht? Also Sie sind kein Fan? Oder? Ich finde gut, was er macht zurzeit. Ja, ich bin auch neutral, also ich bin für niemanden. Weder für die Medien, weder für die Corona-Seite, weder für Attila Hildmann. Ich will einfach nur recherchieren und fragen und gucken, was hier so wirklich abgeht. Leute sagen, ich soll hier vorbeilaufen. Ich laufe hier vorbei. Die Medien sagen, da ist komplett leer, jeden Tag. Ich laufe vorbei und da sitzen Leute. Die Medien lügen ja auch, oder? Ja, relativ. Ich danke Ihnen für die Meinung. Ciao. Ciao. Okay, ein weiterer Passant. Fand ich auch cool. Die Medien lügen, sagt er. Ich nicht, das war er. Ja. Okay, ich würde sagen, das war es dann auch schon mit dem Video. Habe ich schon zum tausendsten Mal gesagt. Ja, wir waren bei Attila Hildmann, Freunde. Meinungen waren, verschiedene Meinungen gab es. Es war jetzt nicht nur eine Richtung. Ja, ob für Attila Hildmann oder für die Corona-Spezialisten. Oder wie nennt man die? Für die Corona... wie nennt man die Leute? Für die Corona-Fürworter. Wie nennt man die? Einmal Corona-Leugner und dann nennt man die einmal... Ja, Corona-Fanatiker, so nennt man die, genau. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sind bei Attila Hildmann vorbeigelaufen. Kein Fake, kein Bullshit.
kein Uncut. Der liebe Herr war selber nicht da und vielleicht treffen wir mal irgendwann zufällig. Ja. Auch Attila Hildmann-Fan? Ich glaube nicht. Okay, Freunde, haut rein. Das war's mit dem Video. Peace.